Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Hier ist die Inka. Ich wollte euch nur kurz etwas über die Haltbarkeit von Materialien erzählen. Das sind hier jetzt Aquarellnapfarren. Mit denen könnt ihr unbegrenzt malen, ein Leben lang. Sie werden immer ihre Farbintensität und Leuchtkraft behalten und haben immer gute Malbarkeit. Also da habt ihr schon was Gutes dann angelegt. Die Napffarben, da solltet ihr allerdings immer zwischendurch mal nachschauen, denn da weiß ich nicht so genau, wie sich das mit denen verhält. Aber hier bei diesen Farben, das sind hier so Tempera-Farben, die wollte ich euch vorstellen. Die scheinen schon sehr alt zu sein, die sind wässrig geworden und schmierig und nicht mehr vermalbar. Also schaut bei euren Farben, sei es Tempera-Farben, sei es Acrylfarben, Ölfarben, alle 2 Jahre einmal nachschauen, ob man mit dem Farben noch gut malen kann. Denn je länger die Farben liegen, werden sie dann nicht mehr gebrauchbar. Ich habe selber auch sehr hochwertige Acrylfarben, teure, und da hatte ich schon eine Farbe, die nach Jahren dann nicht mehr gut vermalbar war. Also das würde ich schon mal sagen. Dann hatte ich hier in dem einen Video gesagt, ich wollte mit euch das mal ausprobieren. Das sind 2 Sachen, ein Krakelierlack und ein 3D-Effektlack. Beides tut unwahrscheinlich riechen und stinken und unangenehm in der Verarbeitung. Möchte ich auch nicht nochmal benutzen, aber nur kurz sagen, das waren schon alte Produkte. Der 3D-Lack macht keinen 3D-Effekt, nur einen schönen Glanz auf die Flächen hier, wo ich es aufgetragen habe, dick bei den Blüten. Aber 3D-Effekt sehe ich nicht. Könnte man so für die Malerei schon verwenden, wer es möchte, aber ich brauche es nicht. Dann habe ich hier noch den Krakelierlack, den hatte ich auch ausprobiert. Müsste normalerweise mehr Strukturen geben, es wird eine Acrylschicht aufgetragen, dann trocknen lassen, dann kommt nicht zu dünn, aber auch nicht zu dick Krakelierlack drauf, dann nochmal eine Farbschicht drüber und dann gibt es solche Risse. Wenn der Krakelierlack frischer gewesen wäre, nicht mehr so alt, dann hätte er bestimmt noch mehr solche Risse gegeben. Ist auch sehr schön für die Malerei, aber auch nichts für mich. Also die kann man auch vergessen. Also wie gesagt, im Allgemeinen, wenn ihr was habt, nicht zu lange lagern, immer nachgucken, ob es noch geht. So, das war's von mir. Tschüss.